Servusle, so, mal wieder ein Shorty Motion. Ich habe hier jetzt eine Salzwasseranlage und zwar, die ist für einen Kunden vom Jonas. Den kennt ihr ja bestimmt. Die Anlage, die seht ihr dann bestimmt auf seinem Kanal dann, wie er sie installiert und hochschleppt. Kleine Notiz am Rande, Jonas. Ess genug Spätzle, das Ding ist verdammt schwer. Ja, zurück zur Anlage. Was haben wir hier? 1,60 Meter mal 75 mal 55 in der Höhe. Poolbecken 15 mm, die Rückwand und der Überlaufschacht in Schwarz. Mein Aluminiumgestell ist das mal verkleidet in Anthrazit Matt Anti-Fingerprint. Anti-Fingerprint heißt, das ist eine ganz samtweiche Oberfläche und hinterlässt keine Fingertapper oder sonst irgendwas. Jonas wünscht sich immer eine Bodenverstärkung und die Hochnahtverstärkung. Der Boden hat er das mal in Weiß verliert haben wollen. Und beim Unterschrank hat er auf die Bänder verzichtet. Das heißt, die ganzen drei Elemente sind mit Magnethalter. Also ruckzuck ist man an seiner Technik dran und auch alles wieder zu. Ja, und jetzt gehen wir mal nach unten. So, jetzt mache ich mal die drei Klappen weg. Dann gehen wir mal nach unten. So, was sehen wir hier? Beim Jonas seine Technikbecken, beziehungsweise an der Verrohrung, sieht man wie üblich, wenn es bei mir rausgeht, nichts. Weil Verrohren und die Technik einbauen macht Jonas natürlich logischerweise selber. Ganz kurz nur, das Technikbecken hat eine Länge von 120, eine Breite von 60 und eine Höhe von 45 cm. In seiner ganz normalen Aufteilung, so wie er es bei mir immer bestellt. Ja, und ich denke, den Rest, den seht ihr dann später dann auf dem Jonas-Heim-Kanal. Ciao!